Die Schisandra-Beeren. Schisandra ist im Moment in aller Munde und ich verschreibe diese Heilpflanze schon seit sehr langer Zeit bei meinen Patienten und bin immer wieder fasziniert, wie tiefgreifend diese Heilpflanze wirkt. Sie heißt eigentlich Wu Wei Zi, die Beere der fünf Geschmacksrichtungen. Und das ist ganz spannend, weil sie wirkt tatsächlich ausgleichend, entspannend, auch krampflösend, schmerzlindernd und von der Psyche her erstaunlich ausgleichend und stabilisierend. Wu Wei ist ja die Lehre aus der asiatischen Tradition, die Lehre der Gelassenheit, des Einfachseinlassens, des Einverstandenseins mit den Dingen, die da kommen und gehen. Und das scheint diese Pflanze tatsächlich so als Essenz in sich zu tragen. Genauso wie wenn man sie lange kaut, wir tatsächlich merken können, dass sie fünf verschiedene Geschmacksrichtungen in sich trägt, nämlich bitter, süß, salzig, sauer und scharf. Das heißt, wenn wir lange kauen, merken wir, dass hier alle fünf Elemente sich in gleicher Weise zeigen und dementsprechend ausgleichend wirkt sie auch. Aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin wirkt sie bei Konzentrationsstörungen, bei Gedächtnisschwäche, bei Schlafstörungen, bei Unausgeglichenheit und Unruhesymptomen, bei jeglicher Form von körperlicher und psychischer Erschöpfung. Aber auch ganz allgemein wird sie in der chinesischen Medizin zur Leistungsstärkung eingesetzt. Wenn wir sie wissenschaftlich betrachten, so sind es über 30 sogenannte Lignane, die sich darin befinden. Das sind eine Art Phytoöstrogene oder Phytosterole, wie man auch sagt, allen voran das Schisandrin B. Auch ein sekundärer Pflanzenstoff oder alles sind sekundäre Pflanzenstoffe, die aus wissenschaftlicher Sicht die eigentliche Heilkraft dieser Pflanze ausmachen. Was hat man herausgefunden? Man hat herausgefunden, dass in den Mitochondrien, den Kernkraftwerken unserer Zellen, hier eine regenerative Wirkung im Glutathionstoffwechsel stattfindet, die unsere Zellen schützt, reinigt, entgiftet und vor allem, und das ist das Entscheidende, das System ausbalanciert. Ja, die Wirkung des Regenerativen, die halte ich für besonders spannend. Also wir haben hier sozusagen einen Anti-Aging-Effekt, den wir nutzen können und in der chinesischen Rezeptur Schisandra 13, da wird diese Schisandra-Pflanze zusammen mit anderen Heilkräutern eingesetzt, um die körperliche Balance herzustellen bei Unruhe, zu viel Denken, zu viel Grübeln und ja, Stress einfach in jeglicher Form. In der Rezeptur Immunkraft ist die Schisandra-Beere auch mit drin, zusammen mit anderen Heilbeeren wie Aronia, Acai, Goji und noch einigen anderen. Und hier dient sie zur Stärkung des Immunsystems, weil wir hier nochmal die antioxidativen Eigenschaften der Schisandra-Pflanze kombinieren mit der antioxidativen Wirkung der anderen Heilbeeren. Sie alle haben eine Wirkung als sogenannte Radikalfänger und stärken damit in toto die Abwehrkraft unseres Systems. Ja, also Anti-Aging, abwehrstärkend, ausgleichend, alle Präparate, die Schisandra enthalten. Da können wir davon ausgehen, dass diese Wirkung auch inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen ist. Ich aus 30 Jahren Erfahrung kann das auf jeden Fall bestätigen.